Hallo und herzliches Willkommen, mein Name ist Lukas Max. Heute ein neues Video auf meinem Kanal. Heute die neue GTA Online Eventwoche vom 30.07.2020. Ich würde sagen, wenn ihr nicht rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit der Eventwoche. So, wir sind hier direkt im Casino und das neue Gewinnauto im Casino ist der Dinka Sugui. Ich würde sagen, es kommen wir direkt zu den Fahrzeugrabatten von dieser Woche. Und die wären bei Legendary Motorsport fängt es an mit dem Devesta 8. Der ist auf 1,16 Millionen GTA-Dollar runtergesetzt. Dann ist der Devan auf knappen 307.000 GTA-Dollar runtergesetzt. Dann ist der Toros auf knappen 300.000 GTA-Dollar runtergesetzt. Das war es dann soweit mit Legendary Motorsport. Jetzt kommen wir zu South San Andreas. Da fängt es an mit dem RC Bandito, denn der ist auf knapp 954.000 GTA-Dollar runtergesetzt. Okay, das war es soweit mit South San Andreas. Oha, bei Arena sind alle Apokalypse-Fahrzeuge runtergesetzt. Dann kommen wir jetzt zu Wars Dogs und da fängt es an mit dem Mini-Panzer, denn der Mini-Panzer ist auf 1,365 Millionen GTA-Dollar runtergesetzt. Okay, das war es soweit mit den Fahrzeugrabatten von dieser Woche. Jetzt kommen wir zu den Immobilienrabatten von dieser Woche. Und die wären... Und zwar gibt es 40% auf die Arena-Werkstatt. Und anscheinend auch plus Renovierungen. Das war es anscheinend auch schon wieder mit den Immobilienrabatten von dieser Woche. Jetzt kommen wir zu den Doppelgeld- und Doppel-RP-Missionen von dieser Woche. Und die wären... Es fängt an mit Doppelgeld- und Doppel-RP auf die Arena-Gegner-Modis. Okay, dann gibt es auch nochmal Doppelgeld- und Doppel-RP auf die Überlebenskämpfe, was ich persönlich sehr feiere. Und das war es auch schon wieder soweit mit den Doppelgeld- und Doppel-RP-Missionen von dieser Woche. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich etwas vergessen habe. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr nicht um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Falls heute ein neuer DLC-Trailer kommt, lade ich direkt hier ein Video. Deswegen abonniert gerne. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.